Sodaloda, wir machen hier am Anfang den Big Pull. Oh, ich habe mein Trinket wieder nicht aktiviert, ne? Oh, Inka? Oh, zum Glück haben die zu spät gedrückt, ne? Perfekt. Die haben zu spät gedrückt und ich auch zu spät gedrückt. Okay, also ich habe Ding an. Inka. Und die wollen den Big Pull und mit HT am Anfang. Der eine muss hinten noch interrupted werden. Okay, oder auch nicht. Okay, ich habe jetzt gleich nochmal... Solange ich durchgehend Inke hier am Anfang habe, ist alles kein Stress. Seht ihr das? Aber die Gruppe macht ein bisschen mehr Schaden als die letzte, die ich da drin hatte. In der letzten Gruppe haben wir ein bisschen gestruggelt. Das müssen wir mal gucken. Eigentlich sollten wir jetzt aufhören. Okay, perfekt, ist ausgelaufen. Jetzt können wir sie umhauen. 5 Stacks haben wir jetzt. Okay. Ich bin außer Reichweite. Schauen wir mal, der Worry kann den übernehmen, oder? Okay, ich wollte gerade sagen, macht er das jetzt, oder soll ich spotten? Ich werde es wieder ähnlich wie vorher spielen. Bloß haben wir den einen da unten zu wenig. Brauchen wir wahrscheinlich noch eine Zusatzgruppe. Ich hau mal hier mein Trinket rein. Ich weiß nicht, ob das nicht wasted war. Wollen wir mal nochmal. Ah, ich krieg schon ordentlich auf den Latz, ne? Ich merke das schon. Ordentlich auf den Latz. Okay, dann ziehen wir jetzt mal die Heilung noch. Ich habe halt 9. Okay, ich muss halt weg. Die stacken mich so hoch, das ist echt krass, ne? Hier, die Stacks, das ist echt richtig, richtig böse. Wenn ich da zu lange an den Viechern dran bin. Richtig böse ist das. Weiß ich nicht, irgendwie meiner Meinung nach slackt der Heiler auch ein bisschen. Aber... Ahnung, halt mal ein bisschen. So, mal schauen, ob wir einen Range-Kick kriegen. Ja gut. Ja gut, weil hier willst du auf keinen Fall die triggern. Komm, könnt ihr irgendwer vielleicht einen Range-Kick? Wir haben noch so einen komischen Enhance, oder? Weil hier kommt der Pride als nächstes, ne? Ich darf den halt nicht direkt anschauen, weil sonst kommt mein Waffenproc wieder und pullt die nächste Gruppe plus Pride. Das wäre halt dann ein Vibe, ne? Nicht, dass das schon mal passiert. Ja, doch, das ist schon mal passiert. Auch genau so eine Geschichte mit, hallo? Hier, so ein bisschen rüber. Genauso eine Geschichte mit dem Pride. Da war ich so, also ich habe so eine Waffen-VZ, ich wollte die eigentlich mal runternehmen. Die schießt so einen Beschuss nach vorne raus und trifft halt alle Mobs, die in dem Pfad sind. Das geht nicht sonderlich weit, das geht vielleicht so bis hier etwa hin, ne? Super, jetzt wurde ich erwischt. Und mit dem Ding habe ich schon mal ideal eine Gruppe, also die letzten Mobs, der eine Mob fällt gerade um, Pride spawnt und hier stand eine Gruppe, das Ding kommt, ich sehe es so fliegen, denk mir, bitte pull das nicht, zack, Mob gepullt und dann einmal schön abgelegt, weil die Gruppe war halt auch nicht so stark aufgestellt, ne, also. Okay, warte mal, der hat einfach hier overnuked. Ich muss mal den Heiler ins Fokus nehmen. Ah ne, okay, doch. Es geht runter mit dem Mana, ne? Weil ich habe öfter mal den Bug. Aber ne, der hat 100%. Okay, ja gut, klar, wir haben einen Buff, ne? Da tickt er die ganze Zeit. Nebenbei bin ich noch ein bisschen am BG leechen. Deswegen klicke ich mal immer wieder rüber, dass ich nicht AFK rausgefleckt werde. Ich will noch ein bisschen Anima holen. Und mal gucken, ob das nebenbei, neben der M-Plus klappt. Jetzt habe ich ja alle Dinger in Time, das ist mir eigentlich wurscht, selbst wenn es verkackt ist. Ich versuche es natürlich nicht zu verkacken, ne? Aber wenn es passiert, dann ist für mich kein Weltuntergang. Das ist zu weit entfernt. So, okay.
Ah, super. Jetzt wollte ich sie gerade wieder zusammenziehen, ne? Dann werden die gestunt. So, komm jetzt hier ran. Aber wir haben in der Gruppe mehr Schaden als eben, wo ich drin war. Also eben haben wir, waren wir so 2 Minuten drüber. Haben eigentlich nichts Großes verkackt. Hat eigentlich gut geklappt, ne? Bloß wir hatten overall so wenig Damage. Also das war halt übelst zäh, alles runterzukriegen, ne? Und dann hat es halt um 2 Minuten nicht gereicht und wir hatten halt auch kein Vent hier, ne? Also, das ist meiner Meinung nach auch ein Punkt, der hier in der Instanz vor allem ordentlich was hilft. Wenn du einfach ein Vent hier hast, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Push nochmal. Ein guter Push. Hebe ich mein Trinket auf oder zieh's? Ich würde mal ganz gerne in der Fläche stehen bleiben und gucken, was das rein DPS't, ne? Das wird mich... der Shami, was kriegt denn der an... Komm, ich ziehe jetzt mal mein Trinket hier. Ja, das war jetzt unnötig, ne? Das war unnötig. Aber ich habe noch eine Wall ready. Unten haben wir gleich Inka. Ich bin am Überlegen. Da kommt dann der Pride, ne? Eigentlich haben die genug Schaden, dass ich unten mit Inka eigentlich aufräumen kann. Dass wir 2 Packs pullen können. Aber ich habe jetzt noch 37 auf Inka. Das ist zu lang. Hütet euch. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Oh, Raid Achievements hast du fertig gekriegt. Morgen nur noch 3 Dungeon-Türen fertig. Ja, nice. Okay, kacke, jetzt werden die Hunde groß. Warte mal, ich muss mal den Rage-Effekt runternehmen. Okay, jetzt haben wir alles am Start, aber perfekt, jetzt ist Inka auch ready. Ja? Passt. Das Inka kam jetzt genau richtig. Jetzt ist safe. Wenn ich so viele Mobs habe und Inka, passiert nichts. Kann man einfach stehen bleiben, Inka durchdrücken. Seht ihr, da sind wir auf 100% absorbiert. Es ist so, einfach so stark. Wir können, da sind dann mehr Mobs, bin ich sogar safer. Ne? Und außerdem kann ich dann aktiv Mitigation auf ungeahnte Höhen hochstecken. Also sobald Inka ausläuft, ist dann halt blöd. Okay, warte mal, da müssen wir jetzt mal hier raus. Ich habe wieder einen BG-Proc. Vielleicht kriege ich nebenbei... Na, warte mal, jetzt müssen wir hier rüber. Nebenbei mein BG fertig leechen. Gott, Innervate. Aha. Innervate. Warte mal, Innervate nicht Mana irgendwas? Kriegt er doch jetzt eh hier. Okay. Das war nix. Soll ich oder soll ich nicht? Komm, ich zieh jetzt mal sicherheitsweise mein Schild. Es war jetzt nicht unbedingt notwendig. Theoretisch, ne? Theoretisch könnte man hier die auch zusammenpullen. Aber ich glaube, wir machen es mal nicht. Hier der Worry, der boxt teilweise schon ganz ordentlich rein, ne? Muss ich mal wieder gucken, dass er dann die Aggro nicht kriegt. Also mein Plan ist quasi jetzt, die noch wegnatzen. Die hier komplett skippen. Tutti completti. Mal ein bisschen Heilung draufhauen, den wir nochmal spotten. Also hier sind Leute immer so kurz vorm Abkratzen, ne? Aber der Heiler kriegt sie mal gerade noch so hochgezogen. Ich glaube, der hat... Oh, warte, da müssen wir raus. Ein bisschen mehr zu kämpfen mit den DDs als mit mir. Tatsächlich. Aber gut, hier hast du auch relativ guter E-Schaden und sowas drin. Also wenn wir nichts groß verkacken, ich glaube vom Schaden her müsste es eigentlich ganz gut klappen. Also zumindest macht die Gruppe... Die macht jetzt nicht richtig krassen Schaden, ne? Aber die macht mehr als die andere Gruppe, weil die andere Gruppe, die war halt wirklich richtig low vom Damage. Da hatten wir teilweise bei den Bossen 4k Damage mit HT und Pride, ne? Also wir reden hier mit HT und Pride beim Endboss. 4k waren wir nach dem Endboss bei den Leuten. Und da dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Das gibt's... Ah, super, jetzt sind die da in der Ecke. Müssen wir kurz warten. Die machen wir nämlich nicht. Ach, warte mal, die Hunde sind unsichtbar. Unsichtbare. Ja, super, jetzt müssen wir nochmal warten. Das ist doch dumm. Wir brauchen die. Ach.
Ist halt unlucky. Den hätte er jetzt halt noch nicht holen sollen. Am besten... Naja, wohl, eigentlich egal. Kann ich den nicht taunten? Holy moly, was hat der da? Ich hab grad den... Okay. Da habe ich nämlich Inka für die ready. Jetzt haut der Dude nämlich ab. Kann er sich den anderen holen? Dann können wir gleich ordentlich... Seht ihr, wenn ich Inka habe, mache ich sogar halbwegs Schaden, ne? 10k. Kann man nicht motzen. Inka läuft halt in 10 ab. Dann wird's gefährlich für mich. 5. Dann muss ich wahrscheinlich einen Ticken... Sollten wir den Buff nicht nochmal erweitern? Ihr haltet euch für besonders talentiert. Euch werde ich noch Demut beibringen. Ach, der hat jetzt tatsächlich noch einen geholt, ne? Weil ich wollte gerade sagen, weil normalerweise kannst du den Mob für einen Boss noch holen. Gut, er hat ihn jetzt hier für einen Pride geholt, kann man natürlich auch machen. Wo hat er denn den rausgeholt, ohne zu triggern? Weil ich kenne auch eine andere Taktik, wo du oben versuchst, noch ein bisschen mehr zu skippen und dafür und da hinten welche Kills. Aber der hat den jetzt irgendwie rausgekriegt, ohne was zu triggern, was gar nicht so schlecht ist tatsächlich. Also Respekt dafür. Schauen wir mal, was wir... HT? Okay, wollte gerade sagen... Naja, jetzt hat er den halt irgendwie 2 Sekunden für den Bosskampf gehabt. Jetzt haben wir... Naja, das ist halt jetzt suboptimal mit dem Voiden. Jetzt würde ich den Ticken rüberziehen. Komm mit. Dass wir da das Loch haben. Na, fuck, ich stehe da noch drin. So, genau. So habe ich mir das vorgestellt, dass man da noch vorbeilaufen kann. Jetzt kommst du nicht, glaube ich, immer ganz ran. Okay, die anderen stellen sich einfach in die Void rein. Ist jetzt nicht ganz optimal, aber... Können wir einen Ticken rausziehen. Aber so krass... Also Single-Target-Schaden haben wir jetzt nicht so einen krassen dabei. Da bin ich halt noch keine Inka ready. Soll ich jetzt auch die beiden Gruppen wieder pullen? Komm. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht eher eine dumme Idee war. Ja. Den einen kriege ich gerade nicht. Holy moly. Ziehen wir mal eine Wall noch. Habe ich oben nochmal Inka. Beim Trash auf einmal zieht jeder auf irgendeinen anderen CDs durch, ne? Und aggro die. Jetzt brauche ich die hier noch. Da mal aus dem Volcanic raus. Für mich ist eigentlich ganz nice, wenn so viele kleine da sind, ne? Dann kriege ich halt übelst meinen. Was, warum zieht er jetzt? Warum? Vorhin bei den anderen Mobs war ich halt echt am struggeln und hier zieht er jetzt sein Erdelementar. Oben wäre es halt richtig stark. Oh mein Gott. Also, das war ja jetzt lieb gemeint, ne? Mit dem Erdelementar hier. Aber ich habe halt null gestruggelt. Gerade wirklich null. Ich bin auf 100%. Oh, fuck, das war nichts. Wie habe ich denn jetzt die geedit? Das war nichts. Ich bin irgendwie getappt und auf Mondfeuer gekommen. Okay, aber eventuell können wir das jetzt doch noch hinkriegen. Wie viel Prozent sind das? 1, scheiße, das war jetzt nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut.
Wobei, wenn wir durchkommen und nur einen einzigen pullen, dann geht's vielleicht. 1,1. 3, irgendwas. Wir müssen ja jetzt da durchkommen. Warum sind wir noch im Combat? Mit irgendwas sind wir noch im Combat. Hat er einen Pot benutzt, ne? Wir brauchen aber mehr als 2, irgendwas. Nein, es kommen. Warum kommen jetzt beide? Oh boy. Das war nichts. Warum sind jetzt beide gekommen? Ich war schon oben, als der entsteinert wurde. Das ist jetzt RIP. Ich wollte einen großen und die kleinen mit hochpullen, ne? Ich stand oben, dann ist der eine entsteinert worden und hat's mitgeedit. Das ist halt jetzt absolut Abfuck. Ja, ich weiß nicht, ob ich das überleben kann. Ja, das sind jetzt halt, haben wir viel zu viele Prozente. Ich spotte den einen jetzt bewusst nicht ab, weil der wird mich sonst natzen mit den zwei Großen zusammen. Ich kann jetzt nochmal wallen. Also, wir können es noch reißen. Also, ein Großer hätte halt nicht gereicht, ne? Und ich wollte nicht beide Große, sondern ich wollte halt einen Großen und die Kleinen, weil das halt wahrscheinlich wesentlich einfacher ist, ne? Wisst ihr was, ich ziehe jetzt bei denen Inka. Dann habe ich es danach, vielleicht nach dem Boss. Ja, das war jetzt absoluter Mist. Aber ich verstehe es halt nicht, warum der noch da mit dazu kam. Ich war schon oben gestanden, er war noch versteinert und ist dann quasi mit dazu geaddet. I don't know. I don't know. Es hat jetzt gepasst, ne? Aber es war jetzt halt unnötig, weil es jetzt halt irgendwie 3% zu viel waren, was wir halt nicht gebraucht haben. Halt richtig unnötig. Eigentlich, also wenn wir die einen da nicht geedit haben, aber irgendwie bin ich auf Mondfeuer. Hab Target geswappt und Mondfeuer. I don't know. Gerade noch gerettet hier. Aber dafür habe ich jetzt meine Inka geopfert. Was halt nicht so gut ist. Aber gut, beim Boss brauche ich sie nicht unbedingt. Und eventuell kann ich sie dann... eventuell kann ich sie dann beim großen Trash danach rausnutzen. Ach komm! Das gibt's doch nicht. Habt ihr gesehen, der Heiler stand genau in der Mitte, wo der Boss hinspringt. Boss springt auf ihn drauf. Instant tot. Zum Glück ist es ein Charmy-Healer, ne? Ja, aber du stellst dich halt auch nicht genau in die Mitte rein als Heiler. Also das ist halt auch schon mal dumm, das zu tun. Ich habe sofort einen Spot draufgehauen, ne? Aber er steht halt genau da, wo der Boss hinspringt. Zack, weggenatzt. Der Ank war halt unnötig. Mal schauen. Super, auf mir ist es. Muss ich halt in die Grütze rein. Da habe ich blöderweise hier keinen Inka. Na, überlegen. Nee, komm, ich spare mir jetzt meinen CD auf, weil die nächste Gruppe ist richtig hardcore ätzend. So halt. Der ist jetzt halt im Volcanic gestunt, ne? Weiß bitte. Da machst du nichts, wenn du im Volcanic gestunt bist. Wir brauchen aber relativ lang für einen Boss, ne? Also wir haben Boss-Damage auch nicht so krass was dabei.
Trash-Damage sind wir wesentlich besser als die andere Gruppe. Zumindest gefühlt, ne? Aber jetzt so Boss-Damage ist auch nicht so krass. Theoretisch brauchen wir die Trash-Mobs jetzt nicht mehr machen. Ich desorientiere sie nochmal, die das spawnen, ne? Ja. Jetzt habe ich zumindest für die Inka am Anfang. Na, da muss ich eh flitzen gehen, ne? Sobald sie Ding wären. Das ist so viel einfacher, wenn ich Inka habe bei den Mobs. So, so viel einfacher. Jetzt ist Inka ausgelaufen, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Der eine will bestimmt den Mob mit raus haben. Also, ich habe ihm extra so ein... ich laufe hier um die Ecke rum, ne? Das wurde mir mal gesagt, wenn du einen Vent hier hast, immer... Hallo? Ich habe extra den Typen raus... Gut, er hat ihn übernommen, ja. Dass du so einen mitziehst, dass er den gleich benutzen kannst. Kannst du einen für den Trash benutzen, einen für den Boss dann. Das wurde mir mal gesagt. Seitdem mache ich das so. Halt, warte mal, wir sind in dem Kreis da drin. Tödlicher Schuss, das meint hier mal weg. Okay. Picken wir sie mal. Ja, wir sind jetzt als overcapped ohne Ende. Das ist halt ein bisschen blöd, ne? Also so bestimmt 3% sind wir overcapped. Bestimmt so 3%. Wahrscheinlich eher 4%. Ja, der Boss da oben bringt, glaube ich, 6-7%, ne? Der Warrior nimmt sich den einen mit. Was macht der denn? Jetzt hat der Shami da Heal-Aggrot. Oh boy. Ich spot jetzt den Boss, die werden den schon kriegen, oder? Nicht das... Okay, der ist drin, ja. Der Shami hat gehealt, dann ist er rübergelaufen. Richtig bitter. Wie viel haben wir denn? Nur 8 Minuten. Ja, das könnte eng werden. Das könnte eng werden. Oh fuck, ich stehe in der Suppe drin. Jetzt haben wir beide ge... Ah ne, ich habe meinen Kick gar nicht rausgehauen. Okay, jetzt hau ich meinen Kick raus. War dann auf Cooldown. So gut schaue ich da, ne? Ja, Experte am Start. Weiß nicht, ich glaube, das ist einer der lächerlichsten Bosse in allen Dings. Der haut, also als Tank haut er dir irgendwie gar nicht rein. Das mit den Geistern, wenn du an dem Pillar stehst, ist halt irgendwie auch ziemlich lächerlich, um ehrlich zu sein. Hier ist noch so ein Pillar, ja, genau. Also ich weiß nicht, irgendwie... Oh shit, jetzt sind wir hier komplett... Naja, jetzt wollen wir auch nicht mehr rüberziehen. Okay, 7 Minuten. Dort mal die hier alle. Ich hab, glaube ich, alleine jetzt gleich die genauso schnell umgehauen, wie die drüben die anderen Mobs machen, ne? Fast zumindest. Wahrscheinlich nicht, aber ich bild's mir ein. So, jetzt Inka ausgelaufen. Vielleicht sollten wir dem Heiler auch die Mobs noch abnehmen. Erstmal noch zum Boss mit ran. So, wie lange haben wir noch? 6 Minuten. Gut, wir haben jetzt halt quasi den Großen noch, ne? So eine knappe Minute. Dann den Pride kannst du auch nochmal knapp eine Minute rechnen. Und für den Boss vielleicht 2. Also es müsste eigentlich rausgehen.
müsste eigentlich rausgehen. Ja, komm, den können wir eigentlich hochziehen. Dann können wir oben den Pride hier spielen. Haben wir noch ein bisschen kürzere Wege. So, das bringt der, der bringt 7%, ne? Also, da haben wir halt schon 5% over... Ja, nicht ganz, aber... Du, ein bisschen overcappen tust du hier immer, wenn du beim vorletzten Boss, ne? Ne, vorvorletzten, also beim zweiten Boss, sagen wir es mal so. Wenn du da nochmal den Pride haben willst, tust du eh so 3% overcappen. Jetzt haben wir vielleicht nochmal 2% oder so mehr. Ist jetzt nicht optimal, aber dafür, dass es ein bisschen verkackt war und ja, ich habe das verkackt, ne? Hat schon halb gepasst. So, warte mal, jetzt müssen wir da mal gucken, dass wir... So. Jetzt haben wir HT. Ach, mein Trinket habe ich wieder nicht gezogen, ne? Es ist halt... Ohne Scheiß, ich sollte mit einem anderen Trinket spielen. Das macht halt echt keinen Sinn. Ne, ich müsste das halt... Okay, den hat's erwischt dadurch. Ich müsste das halt eigentlich ständig aufrechterhalten, ne? Das tue ich halt nicht. Weil du kannst es nur, wenn du nicht im Combat bist, kein Dot und kein gar nichts drauf hast, nur dann kannst du es casten. Das castet halt irgendwie 3-4 Sekunden. Das ist halt richtige Rotz, das ist so viel Zeit, was du verlierst und dann plus mit dem Trinket. Eure Anwesenheit langweilt mich. So, jetzt schauen wir mal, was mein Single-Target-DPS haben. Ich habe leider mein Dings noch nicht ready. Mein, ach fuck, ich stehe halt voll drin, ne? Was haben wir gesagt? Da, wo die Augen hingucken. So, jetzt sind wir alle wieder wach. Jetzt lassen wir uns nicht nochmal wegnocken. Das war jetzt ganz schön dumm. Ganz schön dumm war das tatsächlich. Geht der rein? Halt, geh doch da nicht raus. Kollege. Wenn du als DD voll bist, überlebst du das schon auch. Vor allem, jetzt ist kein Boss-Buff, aber als Tank hast du da natürlich einen Vorteil, ne? Außer du bist gerade halt low gehittet. Also den Pala hat es vorher auch erwischt, ne? Aber der hat das auch überlebt. Ja, aber wir haben ein bisschen mehr Schaden als bei der anderen Gruppe. 3 Minuten haben wir noch. Wenn wir jetzt nicht wipen, dann soll es eigentlich reichen. Sollte es reichen. Dann muss ich nämlich nur noch einen Key die Woche laufen. So Mist oder so wäre noch ganz schön. Zieht er sie dann gleich wieder zusammen, oder? Ah ne, warte mal, der schießt das dahinter. Siehst du, der Charmy hat es auch überlebt. Jetzt noch, komm im Volcanic drin, dann bist du aber definitiv tot. Das hat ihn aber knapp verfehlt. Ah, Hit noch. Wunderbar. Wunderbar. Aber wieder ein Key. Key intimed. Diesmal auf 16. Und hier mal wieder nichts gekriegt. Einer hat Zange in Depths gekriegt, will er anscheinend nicht haben. Heult ein bisschen rum, dass er den Key bekommen hat. Naja, so ist das. Ja, war ein ganz netter Run, ne? Bisschen reingefällt habe ich zwischendrin, aber ich habe es auch wieder kompensieren können. Also es hat, denke ich mal, schon gepasst.